Und damit Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Senran Kagura Peach Beach Splash. Wir sind ja inzwischen bei der Story so ein bisschen weitergekommen mit Ayame, die jetzt wohl voll integriert in der Gruppe ist. Jetzt müssen wir nur gucken. Ah, Yagyu. Hibari hat gerade einfach mich angelächelt und Don't Worry Be Happy gesungen. Okay. Ich muss alle Gegner besiegen, wie immer. Ich krieg ein Hanzo-Pack und 100 Zeni. Zu den 100 Zeni muss ich noch sagen, es ist schwierig, sich Sachen zu kaufen in dem Shop. Weil so ein Kartenpack kostet zum Beispiel schon 1000. Das heißt, ich muss alle 10 Missionen machen, damit ich die 1000 Zeni für ein Kartenpack zusammen habe. Liegt wahrscheinlich daran, dass man das eigentlich online zockt und die Story halt einfach mal so kurz durchballert. Aber darum mache ich das ja auch erstmal, dass ich die Story reinhau und dann gucken wir, ob wir hier noch ein paar Gegner online finden. Nicht, dass es läuft wie bei Estival Versus, wo ich jetzt kaum noch Gegner habe. Und die ich noch habe, die hauen mich halt direkt mal um. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier abgeht. Die Yagyu, die macht genauso einen Keucher wahrscheinlich gerade wie Ikaruga wegen der Hibari. Aber sicher bin ich mir nicht. Mal gucken. Was ist denn los, Ikaruga? Hast du schon wieder so einen komischen Text von deinem Bruder gekriegt? Ja, er hat gerade wieder getextet. Ich frag mich, was er getextet hat. Katsuragi fragt sich dasselbe. Der Text besagt: Da ist nur eine Sache, die ich will. Der charmanteste Mensch oder Mann in der Welt zu sein. Oder auf der Welt. In der Welt wäre ein bisschen blöd. Aha. Wahrscheinlich sagt sie jetzt, oh, dann frag doch hier den komischen Hupfdohle von YouTube. Er will, dass wir uns einen Arsch abarbeiten und das für ihn tun? Anscheinend. Aber ich weiß nicht, wie es ihn charismatischer, Alter, dieses Wort, charismatischer macht, wenn die Dinge tun, was auch immer sie tun. Aha. Ich antworte ihm gerade. Ah ja, weise Sprüche oder was? Du brauchst das nicht. Du bist schon der, oder du hast schon den Charme eines weltgewandten jungen Mannes. Nice, voll die Schwester. Ah, er hat gerade geantwortet. Da steht nur, dass er rot wird. Nun, da die Sache jetzt aus der Welt ist, hält dich jetzt nichts mehr zurück, oder?
So desu ne. Richtig, denke ich. Sugi wa yosen 3 kaisen da. Minna, kiai o irete iko ze. Alles klar, Runde 3 startet bald. Lass mal pumpen. Ich gebe mein Alles. Wahrscheinlich soll es eigentlich heißen, ich gebe mein Bestes. Okay. Was hat die für eine Waffe? Ich glaube, ein Sniper Rifle kann das sein. Warte mal, wie kann ich denn. Ah. Aha, Sniper Rifle. Ah, dann gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung. Aha, 7. Juli hat sie Geburtstag. Und. Okay. Blutgruppe A. Höhe 5 Fuß, 6 Zoll. Und die Maße 36, 22, 33. Inch oder was? 36 cm, aber ein bisschen schmal. Und dass die das hier nicht sind, das wissen wir ja alle. So, gucken wir mal. Irgendwie, was? Grabsche Händchen. Während der Intimzeit kann man die Grabsche Händchen benutzen. Ja, wenn es Spaß macht. Jetzt mal gucken, wie hier das Sniper Rifle funktioniert. Aber irgendwie hat es mit Yagyu gar nichts zu tun. Alter, ich kann bloß einen Schuss machen und dann. Ist ja. Bam. Okay. Ich glaube, da muss man mal irgendwie ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Ein Upgrade machen. Apropos Upgrade. Ich habe nämlich rausgefunden, wie das hier ist mit den Karten. Und ich habe noch nicht genug. Ey, die schießt mir hier auf der Bobbes, was soll das? Wie dem auch sei, ich habe rausgefunden, dass ich erstmal noch ein paar mehr Karten brauche. Denn ich habe noch nicht genug. Deswegen hat es letztes Mal mit der. Ah ja, ich mache einen super Job. Deswegen hat es letztes Mal auch nicht geklappt mit der Karte aufwerten, mit der Shotgun. Habe ich verfehlt oder was? Irgendwie kriege ich das mit dem Sniper Rifle nicht so hin. Und vor allem, weil ich Idiot auch die Wand anschieße und nicht. Okay. Hä? Wo sind denn noch Gegner? Ich sehe gar keinen. Auf was schießen die da eigentlich? Hä? Hä? Alter! Erschreck mich doch nicht so. Hey cool, ich kann zweimal schießen. Warum aber? Verstehe ich nicht. Okay, anscheinend habe ich es geschafft. Das ist voll fies, wenn die Gegner plötzlich so einen Millimeter vor einem auftauchen. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Mir sind wieder Triefe nass. Aha. Alles klar, Ikaruga labert. Katsuragi labert noch ewig für jeden. Ich kann nicht laufen. Komisch ist nur, ich verstehe jetzt nicht, warum da in der Beschreibung Yagyu und Hibari gestanden ist. Denn in der Sequenz vor der Mission, da war irgendwie nichts darüber zu lesen. Da ging es irgendwie um Geschwister. Und das macht mich verrückt.
Was ist los, Oyami? Ha, wahrscheinlich wird sie vom Katsuragi nicht beachtet oder so. Ja. Da ist immer noch eine große Differenz zwischen deinen und meinen Moves. Und ich kann die den Unterschied ziemlich genau sehen. Ja. Da würde ich mal sagen, die ist doch jetzt gerade erst in der Elite aufgenommen worden. Meint die, ohne Training geht es einfach so, dass man dann schon auf volle Pulle hier mit den anderen mithalten kann, oder was? Ne, tut sie nicht. Ich meine, das macht mir nichts aus, aber ich wäre gerne besser. Was kommt jetzt? Es lenkt mich ein bisschen ab. Und das bedeutet, dass ich mich nicht auf das Bestehen des Elite-Tests fokussieren kann. Bleib positiv. Egal, was passiert. Ich muss positiv sein. Und das sage ich mir die ganze Zeit selber. Sei bloß vorsichtig. So muss das sein. Bleib so und gute Dinge werden passieren. Ich bin neidisch. Das sieht so aus, als ob wir alle noch von dir lernen können. Es ist nur, manchmal wünschte ich, ich könnte so unschuldig sein. Aha, stille Wasser sind tief, oder wie? Es gibt Zeiten, da fühle ich mich genau gegenteilig von dem, was sie gerade fühlt. Ikaruga! Ich bin Entschuldigung. Tut mir leid. Ich will einfach nur ein bisschen alleine sein. Bitte. Und dann rennst du weg. Alla gut. Katsuragi, dann bleibst du jetzt da. Anscheinend tut es wirklich. Okay. Ah ja, Bewertung. Ich habe ein S. Yay. Hansopek, mach mal uff. Zeig mal her. Yeah, Gatling Gun. Ikaruga vor der Mission. Doppelpistole. Habe ich jetzt zum ersten Mal gekriegt. Shotgun habe ich. Ikaruga, Shinobi Student. Yagyu vor der Mission. Duschkanon, Gatlingkanon. Hibari vor der Mission. Und Doppelpistole. So, gib her. Ja. Karten, die du halt schon hast, werden bei ihrer Seltenheit sortiert. Okay. 6-mal normale. Okay. 100 Zeni,
Das war ja das, was ich gesagt habe. Ich muss alle 10 Missionen machen, damit ich ein so ein Pack da kriegen kann. Du kannst jetzt die Charaktere in dieser Mission ändern. Schön. Würdest du gerne zur nächsten Mission fortfahren? Ich gucke auf die Uhr. Nö. Heute nicht mehr. Ich will jetzt nämlich noch was gucken. Jetzt müsste ich ja eigentlich... wo ist denn das? Waffenkarte? Ich hab die jetzt seit 6 oder 7 Mal. Wieso steht da unten erstmal hier 0 von 7? Das ist mal das eine. Das andere ist, muss ich die alle jetzt 7 Mal haben? Schmeiß ich irgendwie die Karten jedes Mal weg, wenn ich hier auf Kreis drücke? Eigentlich ja nicht, weil die hier habe ich ja. Die ich jetzt gerade gekriegt habe. Irgendwo. Wie gesagt, das sind 800 Karten hier. Das, okay. Halt, stopp. Da war irgendwas neu. Hier, ne? Wie gesagt. Aha. Warum kann ich auf die Karte ranzoomen? Naja, schön. Die Rückseite kann man auch angucken. Ein nettes kleines Feature, was ich nicht ganz verstehe, aber nun gut. Hä? 14 Karten habe ich. 3% Story. Und hier die Filme und Musik und das Zeug, das kostet ja alles... Boah. Kann ich immer noch nicht? Nein. Wie kann ich diese blöden Karten aufwerten? Muss ich da... Warte mal. Aha, start by skipping story. Aha, das ist ja cool. Das heißt, oh, wenn ich jetzt hier keinen Bock mehr auf die Story habe, dann kann ich die jetzt einfach mit Dreieck und dann nochmal machen, oder was? Probieren wir mal aus, mal gucken, was passiert. Nee, wollte ich gar nicht. Karte. Die Shotgun, kann ich die irgendwie jetzt da... Ah. Hä? Ach so, da geht's gar nicht drum, dass ich dieselbe Karte mehrmals hab. Ah, ist das blöd. Warte. Level nach oben. Shotgun. Ah, das sind die Erfahrungspunkte, die ich da brauche. Wenn ich jetzt hier eine Rare Karte hätte oder eine Super Rare Karte oder eine Super 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 Rare Karte oder eine Ultra Rare Karte, werden das wahrscheinlich auch mehr XP pro Karte. Hm. Alles klar. Okay, wenn ich nach unten drücke, wenn es auf 0 steht, dann geht es nicht, dass ich gleich alles auf einmal benutze. Was hat sich jetzt da eigentlich in dem Ding geändert? Wasserverbrauch. Genauigkeit. Die Kraft. Schwer ist es nicht. Das
Das geht wahrscheinlich mit allen Karten, oder wie? Ein Erfahrungspunkt. Hau rein. Mist, ich hätte mir vorher die Werte angucken sollen, ich Idiot. Egal, da brauche ich aber bloß zwei. Was braucht man denn da? Kostet 1. Dauer 1 Sekunde. Reichweite 3. Kraft 9. Mal gucken. Ah ja. Die Kraft hat sich jetzt auf 10 erhöht. Ansonsten ist alles gleich. Wie auch immer. Dann hau ich jetzt nochmal kurz hier die erste Mission raus. Dürfte jetzt ja keine Story kommen, ne? Ein Piep-Piep. Ein kükenförmige Wasserpistole. Und jede Farbe dieser Dinger schießt eine andere Wasserfarbe. Ist ja schön. So. Frage ist jetzt, bleibt jetzt der ihre Kanone dann auch so? Aha. Ich check das mit den Schrotgewehren noch nicht ganz, aber egal. Okay, meine Karten sind bereit. Dann hau ich jetzt auch mal Karten raus. Yeah! Fats. Irgendwie ist es lustig. Gut, dass ich die Map jetzt kenne und weiß, was hier passieren soll. Dieses Ding hier fliegt es eigentlich mir nur hinterher und hilft mir dann. Also, es hilft mir irgendwie nicht so wirklich, weil. Okay. Die war jetzt zu weit weg. Das bedeutet, ich muss näher ran. Was wie keine Reveals, also nicht hier, dass die mal ein bisschen was zeige. Komm schon. Oh oh. Die rutscht auf ihrem Hintern durch die Gegend. Gut, dass ich das auch mal ausprobiert habe. Ach, oh, das war's schon. Okay. Sehr gut. Was macht dieses Schrotgewehr da eigentlich mit diesen komischen rot-blau-gelben Knöpfen? Keine Ahnung. So, kriege ich jetzt eigentlich nochmal so ein Hanzo-Pack und sowas? Oder wie sieht es aus? Ja, schön. Ich habe ein S gekriegt dafür, dass ich nicht geblickt habe, wie die Schrotgewehr funktioniert. Aber hat sich ja ziemlich schnell von selber erklärt. Hab ich schon. Ups. Okay. Das bedeutet, ich habe wieder 10 Karten mehr. Zum Upgraden. Nun denn. Das ist ja gar nicht schlecht, dass ich jetzt da noch hier Upgrade-Karten und dass ich jetzt weiß, wie das funktioniert vor allem. Das ist mal super geil. Episode 4. Ist das hier nicht Dingens? Daidoji. Stimmt, da steht's doch. Okay. Boah, geil. Ich krieg sogar 150 Zeni, wenn ich die besieg. Krasser Scheiß. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Wo ich dann noch ein bisschen mehr Kohle krieg. Das bedeutet aber jetzt auch, dass ich vor der letzten Mission sogar mir noch ein Pack kaufen kann. Und dann mal gucke, was da drin ist. Frage ich nämlich auch, wann kriegt man hier mal
so ein paar seltenere Karten. Ich krieg irgendwie nur dieselben. Bis jetzt. Immerhin habe ich rausgefunden, wie ich jetzt meine Waffen aufwerten kann und überhaupt die ganzen Karten. Und das ist doch schon mal was. Ich glaube, das mache ich aber außerhalb der Folgen, oder? Weil wenn ich das jetzt jedes Mal in der Folge mache, vor allem weiß ich halt nicht, wie lang die Storys alles gehen. Das ist ja bei Senran Kagura als nicht ganz so ersichtlich, ne? Da gibt es ja manchmal Missionen, da wird gelabert vorne dran und hinten dran stundenlang. Liegt dann auch an meiner Übersetzung, aber egal. Deswegen würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir Daidoji besiegt kriegen. Allahop. Bis dann.